Hallöchen zu einer neuen Folge Samstagsplausch auf meinem Handarbeitskanal Cheap Love Wool. Sonst häkeln, stricken und spinnen wir hier. Und an einem Samstag gibt es einen Samstagplausch. Und ihr seht das schon, das ist frisch geerntet im Garten. Wir haben jetzt umgegraben und haben auch noch ein paar Möhren gefunden. Und ich möchte heute mit euch rote Beete-Salat machen. Ich gehe die jetzt erstmal in Ruhe waschen. Hier, der ist doch mega groß geworden. Und in der Reihe stehen auch noch ein paar. Wir hoffen, dass es noch ein bisschen nicht friert, sondern einfach weiter wächst. Und wir werden jetzt erstmal die 2, 4, die kleinen machen, weil den großen nehme ich dann mal später. Wir haben noch zwei große und da mache ich dann Suppe davon. Das gibt es aber ein andermal. Heute gibt es von den kleineren ein Salat. So, jetzt habe ich die alle einmal komplett durchgewaschen. Und dann lege ich mir normalerweise Zeitung hin, aber da so viel Werbung da drauf ist, gibt es heute mal ausnahmsweise das. Und dann tue ich oben und unten praktisch das abmachen. So. Und dann schäle ich die. Ich habe die auch eine Zeit lang mit der Schale gekocht und dann kannst du die einfach so und dann kommt das raus von alleine. Aber in letzter Zeit, da wir das ja immer so spät dann die letzten rausmachen, könnten hier auch Würmchen drin sein und deswegen habe ich mir echt angewöhnt, jetzt die dann immer abzuschälen um diese Jahreszeit. Und wie ihr seht, ich habe auch einmal Handschuhe an. Anders geht das ja gar nicht. So, jetzt habt ihr das bei einem gesehen, wie ich das mache. Und für euch geht es gleich der nächste Schritt weiter. So, ein extra Tipp für alle, die gern färben. Das kannst du nehmen und deine Wolle färben. Das ist wunderschön. Du kochst das erstmal aus, dann hast du ein Sud. Tust die groben Teile wieder rausfiltern mit einem Sieb. Und in diesen Sud kannst du Essig reinmachen. Dann nimmt das eine sehr helle, rosane, hell-lilane Farbe an. Und wenn du das aber mit nur so kochst und dann mit Salz fixiert, wird es ein dunkel-lila. Gleich geht's weiter mit unserem Salat machen. So, in einem Kochtopf habe ich jetzt schon Wasser drin. Dann mache ich mir noch einen Schluck Essig dazu. So. Und Salz. So, du kannst jetzt entweder die Knollen so ganz kochen oder du schneidest die, so wie ich jetzt, gleich schon und kochst die praktisch dann erst. Und weil das mit diesem Messer nicht so gut geht, nehme ich meistens wirklich das allergrößte Küchenmesser, was ich da habe. Und dann wird das einfach hier ganz gemütlich runtergeschnitten. So. Jetzt sind ja die Knollen hart. Wenn ihr das dann schneidet, ist es ein bisschen weicher. Und ich mache das dann schon gleich hier ins Wasser. Einfach so runterschneiden. Versucht es auch möglichst gleich dick runterzuschneiden, sonst ist das eine schon lapprig und das andere gerade gut. Wie man so schön sagt. So, und jetzt mache ich ohne euch weiter. Und wir sehen uns dann, wenn es fertig ist, gekocht. So, und jetzt geht's weiter mit unserem Salat. Ich habe hier Wasser in eine Schüssel gegeben. Ungefähr 1,5 Liter. Da mache ich nochmal 2 Teelöffel Salz drauf. Essig und dann nochmal 2 Teelöffel Salz. So. Jetzt schön vermengen, dass sich das auflöst. Das Wasser ist nicht warm, es ist eher kalt. Jetzt habe ich hier die Zwiebeln alle schön klein geschnitten. So, und jetzt hole ich mir den Topf vom Ofen. So, und den habe ich gerade noch mal reingestochen in die rote Beete.
Und die ist jetzt richtig schön noch bissfest. Und das mache ich jetzt einfach hier rein. Was ihr noch mit dem Wasser machen könnt, ihr könnt das Wasser auch gerne trinken von der roten Beete jetzt. Es ist ja vorher alles sauber gewesen. Und ja, wenn ihr das in Gläser euch abfüllt, in Kühlschrank, könnt ihr das auch aufheben, bis ihr mal eure Wolle färbt. Oder für die Plätzchen, die dann kommen, da kann man dann auch einen Schluck nehmen, weiter einkochen das und dann zum Färben von roten Plätzchen nehmen. Ja, schreib du mal drunter, was du mit dem Wasser machst. Noch eins habe ich hier, so. Das kann jetzt schön durchziehen und erst mal kalt werden. Und ja, dann wünsche ich euch guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen und ein schönes Wochenende, sagt eure Nicole von Schieblafuhr. Liken und einen Kommentar bitte drunter schreiben. Vielen lieben Dank. Tschüssi, meine Lieben.